Also entweder haben es die Bands ihren Kalender, was die Termine, die sie hatten, weitergegeben an jemanden und der hat sie auch wieder weitergegeben. Im Radio hat man manchmal Termine gehört, durch Hörensagen hat man Termine bekommen und wir haben uns ganz oft Postkarten geschrieben und Telegramme geschrieben. Also man musste aber rechtzeitig am Montag den Termin wegschicken, dass bis zum Wochenende die Postkarte da war. Also wenn man es zu spät weggeschickt hat, also da kam die Postkarte, das Wochenende war schon gelaufen. Deswegen oft auch Telegramme über die Post, ne? Das war so ein Weg. Telefon hatten die wenigsten, hatten ein Telefon. Also wirklich nur durch Hörensagen. Und da ist halt auch manchmal passiert, du wolltest zum Konzert, zum Beispiel, ich wollte einmal nach Eisenach fahren zum Konzert, sollte eine Band spielen, bin dorthin gekommen, war kein Konzert da. Und da habe ich dann eine Freundin kennengelernt, die kam von Stendal, die kam auch dorthin, wollte das Konzert, kein Konzert. Also so, das ist halt auch passiert, du bist wohin gekommen, es war nichts. Oder es ist gecancelt worden, also das ist halt auch passiert. Na gut, wenn halt kein Konzert war, dann hast du halt wieder Leute getroffen, hast dich in eine Kneipe gesetzt, was getrunken. Ja, also es ist uns jetzt nicht langweilig geworden. Also irgendwo haben wir immer unsere Wege gefunden, erstens neue Leute kennenzulernen und dann wieder neue Termine zu erfahren. Also es war eigentlich alles so eine Mundpropaganda und wie gesagt eben Telegramme schreiben, Postkarten schreiben. Briefe schreiben, aber Briefe haben länger gedauert, Postkarte ging noch ein bisschen schneller, Brief war zu lange, meistens.